So, da sind wir auch jetzt bei der vorletzten Aufgabe, nämlich heile dich innerhalb von 10 Sekunden, nachdem du Schaden durch einen Gegner genommen hast. Dazu werde ich euch gleich definitiv was sagen und auch zeigen, aber vorweg erstmal eine positive Nachricht für euch: Ihr könnt wieder einen Skin gewinnen. Und warum könnt ihr einen Skin gewinnen? Weil ich es euch versprochen habe. Nämlich beim Creator Code habt ihr einen bekommen, bei der YouTube-Partnerschaft habt ihr einen bekommen. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir machen den nächsten Skin bei 2500 Abonnenten. Hört sich jetzt erstmal viel an, aber wir wissen aus der Vergangenheit, innerhalb von wie viele Tage waren es? Ich glaube 4 oder 5 Tage waren es dann knapp 1000 Abonnenten mehr. Dann erstmal begrüße ich natürlich alle Neuen. Ich sehe, es kommt immer wieder mal einer Neue hinzu. Erstmal sei gegrüßt, danke, dass du abonniert hast. Aber wie könnt ihr den Skin gewinnen? In erster Linie gerne Abonnent sein. Auf jeden Fall die Glocke aktivieren. Die Glocke aktiviert aber nicht für mich, sondern für euch, weil so bekommt ihr immer die neuen Aufgaben mit, die neuen Shops jeden Tag, weil jeden Morgen ist der Shop bei mir online. Da ich ziemlich früh aufstehen muss, bekommt ihr den Shop halt rechtzeitig auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit oder keine Ahnung wohin. So, was gibt es noch? Wir haben die Custom Games durch den Creator Code. Ja, dann würde ich mal sagen, eine Sache fehlt noch, nämlich wir müssen befreundet sein. Was musst du dafür tun? Hier oben links einmal Freund hinzufügen, dann YT-Family Hack. So, dann hier auf Annehmen. Zack, Freundesanfrage geht natürlich nicht, man kann sich nicht selber befreunden. So, warum sollt ihr das Ganze machen? Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir einen Skin verlosen, dann geht das nur über Geschenke, weil ich darf nur Skins aus dem Shop verlosen. So, jetzt stell mir einfach mal vor, du wärst Luna Ice und hättest gerade den Skin gewonnen. Dann hätten wir nämlich hier folgendes Problem. Ich kann dir den Skin nämlich nicht schenken. Erst in einem Tag. Weil Luna hat sich anscheinend gestern mit mir befreundet, beziehungsweise ich habe die Freundschaftsanfrage angenommen. Aber wir müssen 48 Stunden miteinander befreundet sein, ist einfach so eine Sicherheitsmaßnahme von Epic selber, weil, falls euer Account gehackt wird, dass derjenige direkt nicht direkt euer Konto leerräumen kann. So, dann an alle Creator, beziehungsweise alle Unterstützer von einem Creator, sagen wir mal so rum. Bitte YT-Family-Hack eingeben, dann auf Annehmen, weil so könnt ihr mich unterstützen bei jedem Kauf, den ihr tätigt. Dann alle, die den schon drin haben, bitte mal kontrollieren, ob der noch drin ist. Weil bei mir zum Beispiel war er jetzt gestern draußen. Kann sein, dass jetzt die 2 Wochen rum sind und deshalb der sich wieder austrägt. Also guckt bitte nach. Einmal hier Family Hack eingeben, also YouTube YT-Family Hack eingeben, dann auf Annehmen. Alle anderen gern hier oben rechts gucken, welchen Unterstützer ihr habt. Egal, ob es jetzt ich bin oder jemand anderes. Solange der Name steht, funktioniert auch alles. Die letzte Absicherung ist natürlich, dass ihr einfach hier, wenn ihr was kaufen geht, guckt, mit diesem Kauf unterstützt du und dann muss da halt der Name stehen. Weil wenn er nicht da steht, dann unterstützt ihr in dem Moment auch keinen. Und es wäre auch schade, wenn nicht irgendeiner davon profitiert, der für euch quasi Fortnite-Videos macht. So, das war das. Also wie gesagt, Abo dalassen, Glocke aktivieren, Freundschaftsanfrage schicken. Das sind erstmal die wichtigsten Sachen. So, jetzt kommen wir nochmal ganz schnell zur Aufgabe, nämlich das Heilen nach 10 Sekunden. Was ist da mein Plan? Wir gehen erstmal rein in Gruppenkeile. Gruppenkeile eignet sich da, denke ich mal, eigentlich am besten, weil Solo wird das Ganze schon wieder ein bisschen schwieriger. Vor allem mit dem Heilen ist auch noch die Frage, das können mir bestimmt andere bestimmt sagen. Vorweg erstmal hier, ihr seht ja, Ladebildschirmzeit, wisst ihr, Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn du jetzt immer noch kein Abonnent bist, dann jetzt bitte abonnieren. Wie gesagt, Custom Games, alles haben wir. Irgendwas werden wir schon finden, womit wir auch dich glücklich machen können. So, die anderen können mir bestimmt sagen, ob es eventuell sogar mit Minis funktioniert. Weil Minis kann man ja relativ schnell trinken. Mein Plan ist jetzt eigentlich, wir landen irgendwo am Wasser, holen uns grüne Fische. Die finden wir eigentlich safe, sobald wir eine Angel haben. Und wir halt diesen grünen Fisch haben. Dann lassen wir uns irgendwo nur anschießen und nehmen den Fisch, weil der Fisch ist einfach schneller als ein Verband oder ein Medikit. Also Medikit definitiv schon mal überhaupt nicht benutzen, weil Medikit dauert ja 10 Sekunden.
Weil das wird, glaube ich, auf gar keinen Fall funktionieren. So, jetzt gucken wir erstmal, wo wir hier landen müssen. Wir springen schon mal raus, ziehen aber einen Fallschirm, weil ich wissen will, wo die Endzone ist. Aha. Mir geht es halt jetzt erstmal darum, ich brauche noch nicht mal eine Waffe. Mir geht es nur darum, dass ich eine Angel habe und ich logischerweise Fische angeln kann. So, wir landen aber auf der Brücke. Ja, das ist auch sein Plan. Diese Lags in Gruppenkeile, die sind schon eklig. So, damit wir wenigstens ein bisschen was. Oh Gott, ey, die Lags, ey, die sind echt eklig. So, da gehen wir mal dahin. Zwar wissen wir, dass da auch eine Angel ist. Nein. Warum sind hier keine Angel? Lol. So ein Spot und keine Angel? Dann müssen wir schnell darüber zu der Hütte. Wie gesagt, besorgt euch am besten Fische. Ich werde es einfach mal so probieren. Wenn ihr es natürlich mit Verbänden, Minis geschafft habt, dann auf jeden Fall GG an der Stelle. Und schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, wie ihr das bitte gemacht habt. Weil ich habe halt jetzt echt die Idee mit den Fischen. Gucken, ob da. Warte mal, hier war noch ein Fass. Ja. So, dann schnappen wir uns mal die Angel. Zack. Weil ich denke mal, mit Fischen geht es eigentlich am schnellsten. Ja, der Fisch sowieso. Aha, schmeckt. So, jetzt müssen wir in Anführungszeichen nur noch einen Gegner finden. So, holen wir uns gerade die EP auch noch mit. Oder? Ja, machen wir es besser so. Können wir uns doch ein bisschen besser wehren. So, Gegner, wo seid ihr? Wenn man euch einmal braucht. Und wie gesagt, nicht aus Versehen den Fisch nehmen. Weil wir müssen ja erst Schaden nehmen von irgendeinem. Ich wollte es eigentlich gar nicht so einfach. Erst mal sich anschießen lassen und dann einbauen. Hört sich eigentlich einfach an, aber ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht. Oh, dieser Lex. Freue ich mich schon direkt wieder aufs Wochenende. So, gerade ein bisschen was mitnehmen. Wow. Ne, lassen wir alles liegen. Ah, mit der Bazooka kann man es natürlich auch machen. Warte mal. So und so. Der Bazooka ist natürlich auch eine gute Idee. Aber wie gesagt, wir probieren es mal mit den Fischen. Wenn es damit klappt, dann klappt es ja mit dem Rest eigentlich auch. Nur weil er halt Kondition steht, weil Kondition ist ja das grüne Leben. Alter, diese Lecks. Eieieiei. Ist der Loot Drop schon unten? Naja. Ich weiß nicht, habt ihr auch donnerstags immer diese fiesen Lags? Vor allem, wir haben jetzt 10:45. Kann doch eigentlich nicht sein, ey. Oh, oh. Wo ist er gelandet? Das Bauen ist fast unmöglich. Ich meine, ich kann ja eh nicht gut bauen, aber. Okay, so kann man es auch machen. So, Schaden haben wir genommen. Und auch die Fische funktionieren. Das war ja mal easy. Diese Lags. Mit diesen Lags ist das Spiel fast nicht spielbar. Und ihr seht es ja, ich gucke da und ich habe keinen Datenverlust, nichts. Also da muss Epic echt bisschen was machen, ey. Weil sonst verlieren sie echt einige Spieler, wenn die das nicht langsam mal in den Griff bekommen. So, haben wir den auch noch weggeholt. So, wie gesagt, probiert es einfach mal mit was anderem. Ich habe es jetzt mit den Fischen gemacht, aber.
Mit der Bazooka müsste das eigentlich sogar auch klappen. Ja, Bob der Baumeister. Da wollte ich mal zeigen, wie schnell ich bin. Nämlich überhaupt nicht schnell. So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich habe es mit Fischen gemacht. Probiert es einfach mal mit Minis, Verbänden oder der Bazooka. Medikit auf gar keinen Fall, das dauert zu lang. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein. Viel Spaß mit gleich der letzten Aufgabe. Und dann kommt noch der Skin. Und dann haben wir es auch geschafft. Wie gesagt, gerne ein Abo da lassen, kostet euch nichts. Creator-Code nicht vergessen und haut rein.